أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار Meine Geschwister im Islam, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yuhyi wa yumit, wa huwa hayyu wa la yamut. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayam, thumma istawa' ala al-arsh. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, Wir loben Allah und wir sagen Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Allahu Jalla Jalalu, der Herr und der Gott der Menschheit. Den loben wir, liebe Geschwister, und den danken wir für alles in diesem Leben. Und den beten wir an, wahrlich. Wahrlich, liebe Geschwister, beten wir Allah subhanahu wa ta'ala an, so wie wir es auch in unserer Rezitation sagen. Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, dir allein dienen wir, dir allein dienen wir, dir allein dienen wir, sagen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wahrlich, liebe Geschwister, die Ibadah, die Anbetung zu Allah ist nur einzig auf ihn gerichtet. Und genau darum geht es, liebe Geschwister. Heute in der Sprache, in der Anrede und das, was ich sagen möchte, geht sich um meinen Namen und geht sich um eine Bezeichnung und um eine Situation. Schaut mal, liebe Geschwister, eine sehr schöne Ereignis, was ein Scheich gesagt hat, ein Scheich, der Hadith studiert hat. Er erzählt, und vielleicht habt ihr davon gehört, er erzählt, liebe Geschwister, zwischen einem Treff von Imam Abu Hanifa, rahimahullah, und Al-Auzay, der Imam von Shem. Sie haben sich getroffen. Und der Imam von Shem, Al-Auzay, sagt zu Abu Hanifa, O Abu Hanifa, was ist mit euch, mit den Leuten von Ahlu Irak? Was ist mit den Leuten von Ahlu Irak, die Leute von Irak? Weil Abu Hanifa von dort kam. Und Al-Auzay, der Sheikh Al-Auzay, liebe Geschwister, der kam vom Shem und ursprünglich war er von Beirut. Sagt Al-Auzay, was ist mit euch? Er sagt, warum hebt ihr eure Hände nicht im Gebet? Der fragt ihn, warum? La tarfa'una al-yadaykum fi salat. Was ist mit den Leuten von Irak? Sie heben ihre Hände im Gebet. Die Aussage, das Gespräch, warum wir das erwähnen, hat nichts mit diesem Urteil zu tun. Und wir kennen den Meinungsunterschied diesbezüglich. Wir reden über eine Sache, die reden über eine Sache, sie war mustahab im Gebet. Al-Auzay fragt Abu Hanifa. Abu Hanifa sagt, weil es gibt keinen eindeutigen, einschränkenden Beweis dafür, dass es verpflichtend ist, dass wir die Hände heben im Gebet. Sagt Al-Auzay, ja Abu Hanifa, hast du nicht gehört, dass Shihab al-Dhuhri, von Salim, den Sohn von Abdullah, von seinem Vater Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben hat im Gebet, vor dem Ruku und nach dem Ruku. Sagt Abu Hanifa, und Hamad ibn Abi Sulaiman berichtet, sagt er, von Ibrahim al-Nakhai. Und berichtet uns von Ibrahim al-Nakhai.
Und der berichtet von wem? Von Alqamah. Und der berichtet von Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet alayhi salatu wasalam gesehen wurde, wie er Tikbir al-Ihram macht und dann seine Hände nicht gehoben hat. Führen die, die diskutieren. Einer gibt seinen Beweis, der andere gibt seinen Beweis. Ich komme, aber ihr werdet sehen, warum wir das erwähnen, liebe Geschwister. Ihr werdet sehen, warum wir es erwähnen, um zu verstehen, um einen Begriff zu verstehen. Erstmal, ihr seht, mit welchem Wissen die Mashaikh umgegangen sind. Ja, Al-Auzay redet mit Imam Abu Hanifa. Er sagt, warum hebt ihr die Hände nicht im Gebet? Er gibt ihnen ein Dalil mit der Kette und Abu Hanifa gibt sein Dalil mit der Kette. Sagt Al-Auzay zu denen, ja, Sheikh, du sagst zu mir, es gibt keinen eindeutigen Beweis. Und ich bringe dir eine Riwaya. Von wem? Von Shihab al-Dhuhri. Der berichtet von Salim, den Sohn von Abdullah. Der berichtet von Abdullah ibn Umar. Und du sagst zu mir, Hamad ibn Abu Sulaiman. Berichtet von wem? Von Ibrahim al-Nakhi. Und der berichtet von wem? Von Al-Qama und der von Abdullah ibn Mas'ud. Und du vergleichst das. Sagt Abu Hanifa rahimahullah. Ja, Achi Karim, was Al-Hamad geht, der ist dasselbe Wissen wie Shihab al-Dhuhri. Der ist wissender als der erste Überlieferer von deiner Überlieferung. Wie Shihab al-Dhuhri. Der ist wissender, ein größerer Faqih und ein größerer Rechtsgelehrter. Er sagt, was Ibrahim al-Nahi geht, ist wissender als Salim, den Sohn von Abdullah ibn Umar, und größerer Rechtsgelehrter. Und dann schau mal, wie Abu Hanifa bei einem Sahabi spricht. Und er sagt, was Abdullah ibn Umar angeht, der ist geehrt durch die Gefährtschaft des Propheten alayhi salatu wasalam. Er ist geehrt durch die Gefährschaft des Propheten a.s. und der ist ein Sahabi. Aber der sagt, Al-Qamah, der dritte Überlieferer von Abu Hanifa, der ist nicht wenig wissender als der Abdullah ibn Umar. Weil er respektiert den Sahabi. Er sagt, ist nicht wissend. Al-Qamah ist Schüler von Abdullah ibn Mas'ud. So bleibt einer übrig von der Überlieferung von Abu Hanifa. Und hier kommt der Punkt. Schau mal, Achi, er vergleicht die Überlieferer. Er sagt, der eine ist ein Faqih und großer Rechtsgelehrter, mehr als der andere. Und er gibt auch den zweiten. Und auch Al-Qamah sagt, er ist gleich mit Abdullah ibn Umar in Wissen. Und dann sagt er, Abdullah, er redet über Abdullah ibn Mas'ud. Er sagt, wa Abdullah, Abdullah. Schau mal, Achi, er sagt nicht, er ist ein Faqih, ein Rechtsgelehrter, er gibt den besten Begriff. Er sagt, wa Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah. Der ist Diener Allahs. Er sagt, und Abdullah ist Diener Allahs. Wahrlich ein wahrer Diener Allahs. Und so beschreibt man Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ein Sahabi. Und genau darum geht's, um den Diener Allah. Schau mal, wie Abu Hanifa mit diesem Begriff umgegangen ist. Er sagt was? Al-Hammad ist ein Faqih. Er sagt, Ibrahim al-Nahi ist ein Faqih, ein Rechtsgelehrter. Er sagt, Al-Qamah ist ein genauso Wissen wie Abdullah ibn Umar. Und dann kommt er auf der Abdullah ibn Mas'ud. Und er gibt ihm eine Bezeichnung, die sehr schön ist. Er sagt, wa Abdullah, Abdullah. Und Abdullah ibn Mas'ud ist Diener Allahs. Das ist, liebe Geschwister, die beste Bezeichnung. Das ist eine wirklich wahre Bezeichnung. Wie auch im Koran heißt es über Isa alayhi salam. Wo Isa alayhi salam sagt, wa qala Isa, inni Abdullah. Wahrlich, ich bin ein Diener Allahs. Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Etwas Höherem, liebe Geschwister, etwas Höheres. Allahu ta'ala, der nichts mit niemandem, mit gar nichts vergleichbar ist. Brüder und Schwestern, das müsst ihr verstehen. Abdullah, Ammatullah, Diener und Dienerin Allah zu sein. Ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, das sprechen wir im Gebet. Es ist doch nicht vom, dass man keine Hikma darin sieht, dass man die Fatiha immer wieder im Gebet, in jeder Raka'a, ob freiwillig oder fard, wir die Al-Fatiha rezitieren. Und jedes Mal sagen, Iyyaka na'budu, dir allein dienen wir. Dir allein dienen wir. Dies ist der Begriff, liebe Geschwister, mit dem Allah Azza wa Jal uns ausgezeichnet hat. Abdullah. Und Abu Hanifa hat das nicht umsonst gemacht, als er alle Überlieferer vergleicht und Abdullah ibn Mas'ud sagt, Abdullah. Das ist, liebe Geschwister, ein wunderschöner Begriff. Und wenn du einen Bruder nicht kennst, seinen Namen, dann sag, ja, Abdullah. Oh, Abdullah, Diener Allahs, bezeichne mit so einem schönen Namen. Er sagt, oh, Abdullah, komm, ich brauche das. Wenn eine Schwester ihren Namen nicht kennt, sag, Ammatullah, Dienerin Allahs. Ich benötige das und das. Warum versammeln wir uns hier? Warum sitzen wir hier kunterbunt?
Warum, liebe Geschwister, setzen wir uns gemeinsam für eine Sache? Warum? Weil wir Diener Allah sind. Weil wir Diener Allah sind. Warum sagen wir Bruder und Schwester? Weil wir Diener Allah sind. Die Shahadatain hat uns zu Diener Allah, zu wahre Diener Allahs gemacht. Weil wir Allah erkannt haben und den anbeten möchten, einzig und alleine. Das ist das Wichtigste, Achi. Die Einzigkeit in der Ibadah ist einer der wichtigsten Punkte. Das macht dich und zeichnet dich aus zu ein Abdullah. Diese Auszeichnung, was Abu Hanifa, rahimahullah, mit dem Gespräch von Al-Auzay, rahimahullah, gehabt hat und Abdullah ibn Mas'ud, den größten Gelehrten der Sahaba, ein wahrer Gelehrter, einer der Salaf, der Rechtschaffenen, Allah ist wohl zufrieden mit ihm. Was sagt er? Abdullah. Und das andere, liebe Geschwister, was sehr wichtig für uns ist, ich habe gesagt, eine Bezeichnung und eine andere Sache. Die andere Sache, liebe Geschwister, sind die Waagschalen, was wir bedenken müssen, weil wir beklagen uns über Zustände, wir beklagen uns viel, aber die Waagschalen, die wir füllen müssen, und davon am besten nur die Rechte mit den guten Taten, diese Waagschale, liebe Geschwister, ist, worüber wir denken müssen. Warum machen wir alles, liebe Geschwister? Warum geben wir uns Mühe? Warum strengen wir uns an? Wenn es auch schwer ist, verrichten wir trotzdessen unsere Gebete. Wir wollen Allah Ta'ala dienen und wir möchten unsere Waagschalen fühlen mit Taten. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, zwei Wörter. Zwei Wörter, liebe Geschwister. Khafifatan ala al-lisan, die sind leicht auf der Zunge. Thaqilatan fil mizan, sie sind schwer in der Waage. Habibatan lil Rahman, die sind beliebt bei Rahman, Allahu Azza wa Jal. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, das ist das andere, die Waagschale zu fühlen. Wir müssen unsere Waagschalen fühlen. Darüber müssen wir nachdenken. So vergiss nicht, dass jede Anstrengung, jede Mühe bei Allah subhanahu wa ta'ala festgehalten wird. Jede Anstrengung, jeder Leid, jede Not, die wir begehen, eine Sündenlöschung entsteht, Achi, dass Sünden dadurch und Schwester gelöscht werden. Wir haben die Tage draußen gebetet. Wir haben die Tage viel erlebt. Ich weiß, das war nicht der Ramadan, wie er sonst war. Und ich weiß, wir sind auch heute in einem anderen Platz als in einem Masjid, was sowieso als Musalla gedient werden kann und das näher zur Sunna ist. Eine Musalla, liebe Geschwister, der Prophet ist mit den Leuten zum Musalla gegangen, Yawm al-Eid. Aber es geht sich nicht darum. Viele werden sagen, schwer und die Moschee ist zu und ihr beten draußen und das und hin und her. Aber es geht sich nicht um den Zustand, liebe Geschwister. Wir sind Diener Allahs und können Allah dienen auf der ganzen Erde. Egal wo wir sind. Wir müssen nur Allah Ta'ala dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen erschaffen. Um was? Wir erzählen das den Leuten. Wir sagen, das ist Sinn des Lebens, um ihnen allein zu dienen. Wenn das Sinn des Lebens ist, warum beklagen wir uns? Schau mal, liebe Geschwister. Wir sind heute hier zusammen. Brüder und Schwestern. Unsere Kinder sind schon am Lachen, am Freuen. Sie freuen sich über den Tag. Wir freuen uns über den Tag. Wir haben noch den ganzen Tag bi'idhnillah ta'ala vor uns. Schau mal andere Leute wie die Geschwister in Pakistan. Was haben sie heute? Wer hat an sie gedacht, als er heute wach geworden ist? Wer hat an sie gedacht, an den Kinder eines pakistanischen Bruders, als der Geschenke seiner Kinder gemacht hat? Wir haben doch alle, die meisten von uns, Geschenke an unsere Kinder gemacht. Du hast mindestens dein Kind einen Kuss gegeben auf dem Kopf, weil heute Yawm al-Eid ist. Wer hat an die Geschwister anderer gedacht? An die Kinder anderer Geschwister, die nichts haben heute. Deswegen, liebe Geschwister, Alhamdulillah, für unseren Zustand. Wisst, dass jede Prüfung uns nur wächst und jede Prüfung, jede Herausforderung uns in unseren Iman stärkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya ba'd. Allah sagt, und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind sich gegenseitig Beschützer. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte.
und sie verrichten das Gebet und entrichten den Zakat und verrichten und gehorchen Allah und seinen Propheten. Schau mal, Achi, Allah sagt, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind sich gegenseitig Beschützer. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Beide haben hier die Pflicht und die Aufgabe, das Gute zu gebieten und das Recht und das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Glaub mir, liebe Geschwister, wir sehen uns als Diener Allahs. Wir wollen unsere Waagschalen fühlen mit Taten. Doch die Tage gehen an uns vorbei und Taten gehen an uns vorbei. Und am Yawm al-Qiyama werden wir diese Taten vermissen. Und wenn wir sie vermissen, liebe Geschwister, am Yawm al-Qiyama wird das traurig sein. An einem Tag, wo kleine Kinder weiße Haare bekommen. An einem Tag, liebe Geschwister, wo die Frau das stillende Kind vergisst. An einem Tag, wo Vater und Sohn sich nicht kennen, Vater und Tochter sich nicht kennen, Vater und Mutter sich nicht kennen, Familien sich nicht mehr kennen. An einem Tag, wo jeder an sich denkt, für sich denkt, seine Tat. Liebe Geschwister im Glauben, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hier versammelt hat gemeinsam. Ich bin sehr dankbar gegenüber Allah, Azza wa Jal, diese Atmosphäre zu erleben. Das, was gerade hier entsteht, mitzubekommen, mit ins Grab mitzunehmen. Ich würde froh sein über solche Taten, wenn meine Seele meine Lippen verlässt und von dieser Erde fortgehe. Weil es ist schön, liebe Geschwister, immer andere Dimensionen der Dauer und immer mehr sich anzustrengen auf dem Wege Allahs und dies zu erleben. Es ist was Schönes. Es ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil auch was heute hier stattfindet, ein großer Event im Eid, dass wir gemeinsam Eid feiern, ist wieder ein Schritt nach vorne. Ist wieder ein neuer Schritt und den nimmst du mit. Du schreibst Geschichte und du weißt das nicht. Jeder einzelne Bruder und Schwester schreibt Geschichte in diese Stadt und er kriegt das gar nicht mit. Ist das nicht schön, Achi, dass Menschen vielleicht eines Tages sich an uns erinnern und sagen, lass uns doch machen wie die Brüder und Schwestern in Mönchengladbach. Lass uns machen, wie die es gemacht haben. Schau mal, was sie geschafft haben. Es ist doch schon jetzt, liebe Geschwister. In Deutschland sprechen sie über Mönchengladbach. Im Ausland sprechen sie über die Masjid al-Sunnah. Im Ausland, in Saudi-Arabien sprechen sie über Masjid al-Sunnah. In anderen Ländern erwähnen sie das. Es ist nicht, um uns zu loben. Es ist nur, um zu verstehen, was sie auf die Beine bekommen haben. Wie wertvoll diese Sache ist, bevor sie uns weggenommen wird. Merkt ihr, liebe Geschwister, jeder einzelne Bruder und Schwester, merkt ihr, wie wertvoll die Moschee war, auch wenn sie klein war, jetzt, wo die zu ist? Jeder Bruder, der Nachtgebet draußen war, hat gemerkt, wie wichtig dieser kleine Ort war. Wie wichtig diese kleinen Räume waren, wo wir gemeckert haben. Merken die Schwestern, wie wichtig die Schwesternräume waren, jetzt wo es die nicht mehr gibt. Wie wichtig die waren, wie schön es war, als man dort hat, als jetzt alles aufgehört. Die Unterricht, alles geht nicht mehr. Wie wichtig waren diese Räume für uns, subhanallah. Wie schön waren, obwohl die klein waren. Einfach, simpel. Und jetzt fehlen die uns, ist wie ein Stück Herz weggerissen. Das merken wir. Und ich will nicht, liebe Geschwister, dass wir den Wert der Jama'a, dass jeder einzelne Bruder den Wert seines Bruders, jede einzelne Schwester den Wert ihrer Schwester erst verspürt, wenn sie von diesem Leben fort sind. Oder wenn es die nicht mehr gibt. Das wäre zu traurig. Dass wir diese Barmherzigkeit von Allah, die hier stattfindet, erst erkennen, wenn diese Barmherzigkeit entzogen worden ist. Weil wir nicht dankbar diesbezüglich waren. Weil wir uns immer mit Dingen befasst haben, die nicht wichtig sind. Dinge, die uns auseinanderbringen. Dinge nicht, die Liebe erhöhen. Dinge, die Liebe zwischen uns zerstören. Wenn wir uns ständig mit Themen beschäftigen, wo wir keine Ahnung haben. Hast du eben gehört, das Gespräch zwischen Abu Hanifa und Al-Auzay? Haben sie gesagt, der Prophet hat einfach gesagt, haben sie gesagt, rede nicht mit mir, du hast keine Ahnung. Nein, Achi. Sie haben mit Wissen geantwortet. Wer von uns kennt Riwayat? Überlieferungen mit Ketten auswendig. Und wenn ein Bruder dich sagt, warum hebst du deine Hände im Gebet? Du erwähnst die Riwaya von Al-Auzay, die der gegeben hat, von Shihab al-Dhuhri, von Salim, von Abdullah ibn Umar, dass der Prophet das gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Liebe Geschwister, glaubt mir, wir sind sehr wichtig, Wallah. Und jedes Mal, wenn etwas vom Leben weggeht, was wertvoll war, merke ich, wie wichtig Dinge sind, die noch da sind. Immer wenn ich sehe, wie Allah uns Dinge wegnimmt,
weil er uns damit prüft, die wertvoll waren, spüre ich, wie wertvoll die Leute um mich sind. Spüre ich, wie wertvoll jede einzelne Person, die heute hier ist, Bruder und Schwester, wichtig für mich ist. Glaubt mir, liebe Geschwister, lasst uns das nicht erst zu spät verspüren. Ihr seid der Grund und wir sind der Grund für die Atmosphäre, die hier entsteht. Ich habe euch das gesagt, beim Grillen, das Grillen, was wir immer veranstaltet haben, warum war das schön? Warum war Grillen schön, Achi? Wegen dem Fleisch, wegen den Getränken kennen wir. Den Geschmack des Fleisches kennen wir. Den Geschmack des Safts, den Geschmack von Cola, von Fanta kennen wir. Den Geschmack von gegrilltes Fleisch kennen wir. Aber der Geschmack der Zusammenhalt, der Geschmack der Geschwisterlichkeit, der Geschmack der Brüderschaft ist etwas Neues. Ist immer wieder schön und neu. Und man schmeckt das so gerne. Das hat das Grillen schön gemacht. Was macht der Eidfest so schön? Gerade hier. Ist das der Fußballplatz, den wir seit 3 Jahren betreten? Den kennen wir. Nein, Achi. Schön ist es, warum meine Brüder im Glauben und meine Schwestern im Islam. Weil das, was ihr hier entstehen lässt durch eure Herzen, was das, was in der Luft schwebt, durch das Zusammenkommen, das macht das hier besonders. Das macht es hier schön. Das, liebe Geschwister, lässt uns merken, wie wichtig wir füreinander sind. Als Diener Allahs, vergesst das nicht, ihr seid Diener Allahs. Und dieser Begriff ist sehr wertvoll. Diener Allahs zu sein, dass Allah uns dieses Geschenk gegeben hat, seine Diener zu sein und ihn alleine anzubeten. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, für eure Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Taqabbal Allah minna wa minkum. Möge Allah Ta'ala von uns und von euch annehmen. Möge Allah uns den Eid noch schön verbringen können. Und alle weiteren Eids auch, die vor uns bestehen, wenn Allah uns am Leben lässt. Barakallahu fikum, liebe Geschwister. Möge Allah euch segnen. Ihr könnt euch auch natürlich gratulieren und umarmen und euch dasselbe wünschen, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum.